Moonboon hier. Herzlich willkommen zu einer neuen geheimen Quest, die gerade aufgetaucht ist auf den Live-Servern. Und zwar geht es darum, dass wir südlich von unserem neuen Lager an der verheerten Küste einen Kompass im Wasser finden können. Nämlich den Kompass, den wir aus dem Cinematic kennen, von Legion Launch, als König Varian Rin gefallen ist. Und der Kompass gehört nämlich Anduin, beziehungsweise er hat ihn für ihn anfertigen lassen. Und dieser Kompass startet eine Quest. Die Koordinaten dafür sind 5380. Wenn ihr diesen Kompass findet, dann bekommt ihr einfach die Quest, dass ihr ihn nach Sturmwind bringen müsst zu Anduin. Und Anduin belohnt euch erstmal mit richtig viel Artefaktmacht. So, momentan geht die Questline auf dem Live-Server noch nicht weiter, allerdings auf dem PTR. Und am Ende von dieser Questline erwartet uns ein richtig, richtig cooles Cinematic, was zeigt, wie Anduin seinen Kampfeswillen zurückbekommt. Ich habe das Cinematic jetzt hier mit Absicht nicht drangehängt, denn ich möchte euch den Spaß nicht nehmen und den Spoiler hier reinsetzen. Wenn ihr wollt, könnt ihr es auf YouTube finden, aber ich würde euch empfehlen, spielt die Quest selber und habt dann ein cooles Erlebnis. Jetzt wisst ihr ja, wo sie anfängt. Vielen Dank fürs Reinschauen, ich bin der Muni und ich bin raus. Ciao, ciao. Ihr seid in Sturm. Ich ließ diesen Kompass für meines Vaters Geburtstag anfertigen. Ich gab ihn ihm einige Monate, bevor mein Schiff in Pandaria auf Grund lief. Es fühlt sich wie eine Ewigkeit an. Seit Ausbruch des Krieges mit der Legion blieb mir kaum ein Moment zum Durchatmen. Oder zum Trauern. Vielleicht ist es an der Zeit, das zu ändern. Danke, dass ihr den Kompass meines Vaters zu mir zurückgebracht habt. Er erinnert mich daran, wie sehr er mir fehlt.